Hey Leute, willkommen zu Let's Play Forest. Nach dem Livestream haben wir uns entschieden, ein Let's Play davon zu machen. Auch dieselbe Welt, die wir im Livestream auch angefangen haben. Von daher gebe ich mal eine kleine Rundführung. Wir haben es geschafft, im Livestream an die fast ca. 100 Baumstämme zu sammeln für unsere erste kleine Hütte. Hier haben wir ein bisschen was zum Essen aufhängen, damit das halt ein bisschen durch... was auch immer. Hoppala. Was auch immer geräuschert wird eigentlich hier. Kann man nochmal zeigen. Hängen wir mal die Viecher auf. Zack, für später. Und wir haben uns eigentlich sehr wacker bis jetzt geschlagen. Wir haben uns unsere eigene Axt schon gemacht. Und deswegen gehen wir jetzt noch ein bisschen rund gleich mal. Und werden uns noch ein paar Baumstämme besorgen. Mal kurz einmal, zweimal, dreimal. Ich habe ein paar hier schon gesammelt. Das sind ein paar sind es ja. Und wir brauchen schon einiges für unser... meine Hasenfalle ist hier. Wo noch nichts drin ist. Mal den Baum mal hier weg, das Stück. Hier ist mein kleines Lager mit Steinen und all so einem Rotz. Ne? Und hier die ganzen Äste. Mein Gott, die Büsche wachsen immer wieder nach, die Drecksschweine. Ja, schön mal alles da reinknallen. Haben wir auch noch irgendwas gehabt? Da. Ja. Das war unser erstes Camp gewesen, deswegen sieht das hier so ein bisschen komisch aus. Entschuldigung, komisch aus. Und ja, wie gesagt, die Bäumchen wachsen hier alle wieder schön nach. Gestrüpp, besser gesagt. Die Bäume an sich sieht man schon, haben wir einiges gefällt hier drumherum. Normalerweise könnte man die jetzt auch einsammeln. Ich habe mir da so ein Gefäß gebaut gehabt, hier. Und da, zack. Und was bringt mir das jetzt? Kann ich diese Blaubeeren essen? Toll, das wollte ich eigentlich vermeiden. Lass mir den Busch mal Busch sein, bevor nachher was passiert. Oh, es fängt an zu gewittern. Ich muss mal ein bisschen umgucken, dass mir jetzt keiner hier über den Weg läuft, der mich angreifen könnte. Blöd ist halt gemacht, dass die Bäume halt relativ weg... Ah, nein! Komm her! Eine kleine Rüstung haben wir uns auch schon gemacht. Man sieht unten diese orangenen Balken am Lebensbalken. Dass wir da schon ein bisschen Rüstung anhaben. Das kann man gleich mal zeigen, wie man das macht. Ich guck mal, ich gehe rein als allererstes mal auch mal dahin. Ich guck mal, dass hier natürlich keiner mich so unbedingt sieht. Deswegen machen wir hier ein bisschen langsam am Strand, an dem großen. Gehen wir erstmal Richtung Boot. Ich guck mich mal ein bisschen um, bevor wir nachher schon wieder attackiert werden hier. Da ist das Boot. Vielleicht ist da sogar ein neuer Faden drin. Der respawnt nach einer gewissen Zeit immer wieder. Oder nach einem Neustart. Die Kisten auch. Die, also die Kisten, sag ich schon. Die Koffer auch. Die Koffer respawnen auch. Die Ware neu. Und man... Ja, ist wieder neu. Ich habe schon lauter... Batterien und lauter neue Snacks eigentlich. Ich warte auf das Besondere in den Taschen, aber da ist immer nur dasselbe drin. Batterien, Snacks und Fett oder sowas. Ah, guck, der Faden respawnt jedes Mal neu hier drin. Das habe ich das zweite Mal schon. Jetzt müssen wir ein bisschen umgucken. Brauchen wir denn mal einen Lorsch? Ein Lorschi? Ein Lorsch? Ist das Lorsch? Ich weiß gar nicht. Nein, das sind keine Lorsche. Das sind, Lorsch, was sag ich denn da? Hier, die, na, sag mal schnell. Ich komm nicht mehr drauf. Ich bin gerade ein bisschen Lizard. So, gucken wir da mal. Hier, jetzt haben wir ein bisschen Lizard hier, ne? Und wenn wir jetzt da Blätter beilegen, ich weiß nicht, ob das auch mit was anderem geht. Mit Schädeln? Nein, geht's nicht. Mit Knien? Nein, auch nicht. Was ich aber gelesen habe, ist, dass man... Das geht auch nicht. Gut, dann kommt da einfach ein paar Blätter dabei. Zur Tarnung. Und... Zack. Tada. Und jetzt kann man das anziehen. Jetzt ist der Balken hier noch ein Stück höher gegangen und das ist top. Wenn das Format hier jetzt gerade, das Bildformat nicht ganz übereinstimmt, kann das an mir liegen, dass ich Scheiße gebaut habe. Ich hoffe, dass das noch trotzdem funktioniert. Mal umgucken. Ah, guck dir mal die Hand an. Jawohl. Oh, siehst so schick aus mit deinem Leder. Dann habe ich Scheiße gebaut halt. Man sagt, man könnte angeblich durch Zähne Sachen verbessern. Hätte ich das beim Herstellen schon drauf achten müssen, oder was? Gucken wir nochmal. Ah, ich habe keinen Ast dabei. Ha, machen wir nochmal so. Wenn ich jetzt den Faden reinlege, kommt bestimmt... Nee, auch nicht. Man muss schon die richtige Reihenfolge einhalten. Ne, passiert nichts. Gut. Okay, wir gehen mal lieber nach Hause. Es wird dunkel. Mir hätte es gefallen noch. Da ist noch eins. Das holen wir noch mit. Ganz langsam, ganz langsam. Weil das habe ich nämlich gelesen. Die können auch schnell sein. Hey, ist da. Schon verfehlt. Warum verfehlst du den überhaupt? Verstehe ich nicht. Ja, ist halt noch so, wenn...
Der hätte euch treffen müssen. Sag mal, bist du doof? Bist du doof? Aha. Ist das so, wenn es noch ziemlich am Anfang so ein Spiel ist? Da sollte man es eigentlich dann normalerweise ja nicht kaufen. Ist man ja selber ran schuld eigentlich schon, ne? Gucken wir nochmal hier rein. Vielleicht ist ja noch was Ordentliches drin. Nein, überall nur Schrott. Lassen wir mal liegen. Hier ein paar Fläschelchen, die nehmen wir mit. Und dann sind wir glücklich. Wir könnten ein Stückchen gerade noch auf dem Weg einsammeln. Ich habe die aber alle bei mir weggeräumt. Na komm, Blätter. Blätter sind auch immer schön. Blätter brauchen wir ja auch für die Rüstung. Ich überlege, ob ich mein Lager noch vergrößern soll in diesem Part oder nicht. Oder ob wir irgendwas anderes einfach mal craften sollen. Einen Baum fällen wir jetzt auf jeden Fall mal gerade. Den nehme ich noch mit. Wenn er richtig treffen würde, mal wieder der Vollhorst. Na komm. Ach, stell dich nicht so blöd an. Wie gesagt, man sagt ja, dass die Feuerwehr-Axt, die da im, oder diese Rettungs-Axt, die im Flugzeug kriegst, die kriegst du auch immer wieder, wenn du sie verlieren solltest, die schwebt dann da wieder in der Luft. Und man sagt, dass die schlechter ist wie ein Stein mit einem Faden und einem Holzstück, also die normale Steinaxt, dass die besser wäre. Finde ich schon witzig. So, jetzt gucken wir mal. Ah, da unten die rollen wieder alle ins Wasser. Wieder keine Chance, die einzusammeln gleich. So, dann rennen wir mal ganz schnell zurück in unsere Base. De Base. Oh komm, der kommt nicht mal über so Steine drüber. Mensch, renn doch, Junge, renn, renn. Mal aufpassen, dass hier keine Deppendreck kommen. Jetzt können wir mal gucken, wie viel Faden wir brauchen für. Räumen wir direkt mal beiseite. Immer einen Baum mitnehmen, auch wenn man. Oh ja. Auch wenn man nicht unbedingt jetzt direkt braucht, aber immer mal auf dem Heimweg was mitnehmen. Essen tun wir gleich. Erstmal schlafen wir. Eine Runde schlafen muss sein. Und dann speichern wir direkt mal kurz ab. Und sind wieder zurück. Und jetzt können wir mal gucken, ob hier draußen alles sicher ist. Ja, ist es? Wie weit ist mein Essen hier? Das Abgehangene? Noch nicht essbereit. Wir können aber mal die anderen noch hinhängen, ne? Mit E. Nee, mit C. Hoppala. Und dann noch eins. Und mit C. So, jetzt hängen die alle schön da dran. Da können wir auch Kaninchen eigentlich aufhängen. Aber meine Kaninchenfalle schließt sich immer dann, wenn ich nicht in der Nähe bin. Und dann sind meistens die Karnickel schon weg. Genauso wie hier jetzt. Ist auch schon wieder weg. Schwer ist nicht, was das soll. Aber wie gesagt, das war meine erste Verpflegung wirklich, die ich hatte. Sonst hatte ich gar nichts gehabt. Und jetzt gucken wir mal gerade auf I. Nee, auf B. Was wir denn noch so an Stoffen für manche Sachen brauchen. Für Food zum Beispiel. Hier brauchen wir 7 oder 2. Ich erkenne das gerade nicht. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Kommt das direkt ins Wasser? Was war denn das jetzt? Was ist denn das jetzt gewesen? Habe ich mich jetzt vertan? Ah. Habe ich nicht das hier bauen wollen? Schwer ist es nicht. Holen wir die anderen Sticks. Gucken wir mal, ob wir da jetzt für eine Scheiße fabriziert haben. Gucken wir mal. Werden wir sehen. Holen wir uns hier auch noch ein paar Sticks raus. Mal das ganze Gestrüpp hier von meinem Minicamp wegmachen. Das wächst echt schnell wieder nach. Ja, ich habe jetzt echt genug Sticks, aber naja, egal, komm. So, dann gucken wir mal. 30 Stück. Doch, ich habe irgendwas Falsches gebaut. Oder habe ich schon die zwei Faden verballert? Nee, da ist er noch. Hä, was habe ich denn da jetzt gebaut? Was soll das darstellen? Ist das ein Lager? Nee. Was habe ich denn da jetzt gebaut? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich habe auch das hier bauen wollen. Ist das dasselbe? Doch. Hä? Da fehlt mir, glaube ich, irgendwas dazu, oder? Kann das sein? Ich verstehe das nicht so ganz. Ich lasse es mal einfach da stehen, in der Hoffnung, dass ich das noch irgendwann raffe, wie das funktionieren soll. Wenn es ihr wisst, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Eins von denen muss ja schon gut sein, oder? Die lassen wir aber schön hier ausbluten. Das ist schon ein bisschen widerlich. Ich weiß, es ist widerlich.
Ich weiß, das brauchen wir noch machen. Wie gesagt, ich könnte ein paar Palisaden und so einen Scheiß bauen. Fallen. Oh, das sieht aber böse aus. Dann hätten wir hier unten noch Boot. Das braucht 5. Das normale oder das Wasserhaus, also das Hauswasser, Wasserhaus, Haus, Wasser, Haus, was. Oder einfach nur hier, hier war da auch irgendwas. Hier das zum Beispiel. Die Fallen. Ne. Mal einfach durchblättern. Irgendwann werden wir schon. Gehen wir unter Feuer nochmal rein. Hier waren irgendwo. Waren hier auch die Traps? Da. War das das? Nee, das waren die doch nicht, oder? Das habe ich noch nicht der verwendet. Nee, da ist ganz andere. Cool. Okay. Habe ich ein bisschen Scheiße gebaut, glaube ich, beim letzten Mal. Machen wir die auch noch hier hin, komm. Und weil es so schön ist, machen wir davon noch so eine hier hin. Ich denke mal, das sind eher. Ist das ein Floß? Nee. Das ist doch. Ja, ein Floß darstellen. Ist ja egal, können wir trotzdem als Dekoration benutzen dann. So, ein bisschen hier rüber noch. So, und dahin. So. Da ist ein bisschen Platz dazwischen. Dann machen wir noch eine, dann haben wir sie nämlich alle hier schön hingesetzt. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. So, und so, jetzt haben wir die alle da. Jetzt können wir hier unsere Baumstämme mal rüberholen, die wir extra gesammelt haben dafür. Und dann machen wir uns hier ein bisschen Boden hin, ne? Dann sieht das Camp schon wieder viel schöner aus. Und meine Baumstämme sind alle wieder weg und ich kann sie alle wieder neu hacken gehen, ey. Das mache ich aber lieber offscreen statt im Let's Play. Das dauert ja ewig und 3 Tage, bis man jeden einzelnen Baumstamm bis hier rübergetragen hat. Vor allem, ich habe ja schon einiges hier weggemacht. Wie man sieht, hier wächst ja nichts mehr nach. Da. Und noch einen. Und dann haben wir, glaube ich, fertig. Mein Appetit sieht gerade ein bisschen mulmig aus. Warte mal gucken, was jetzt hier ist. Und. Ja. Eins, fünf, neun, eins, oder nicht? Eins, fünf, neun, eins. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Habe ich fertig? Ja. So. Da macht trotzdem noch Sandgeräusche. War das jetzt doch ein. Ja, sieht doch schon so ganz behindert aus, würde ich mal behaupten. Mein Essen ist immer noch nicht gut. Was soll denn das? Übers Essen. Muss ich jetzt wirklich was braten? Öh. Ist das hier hochgegangen? Nee. Eigentlich müsste es so passen. Nee. Wie es aussieht. Ah! Wie es aussieht, nicht. So, erstmal Feuerchen anmachen. Im Holzhaus Feuerchen anmachen. Das ist immer sehr, sehr intelligent. Und dann mal ein Stück Fleisch da drauf schmeißen. So. Und zack. Wir haben nämlich Kohldampf. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt eben, voilà, was wir eben falsch gemacht haben mit diesem. Diesem. Jetzt habe ich keinen Stein dabei. Was ist das? Diesen. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Na komm, Fackel, Fackel, Junge, Fackel. Habe ich nicht noch ein Rüstungsteil mitgenommen? Ja. Ein paar Blätter. Kann man auch Disteln drauflegen? Nee, kann man nicht. Nur Blätter. Und zack. Und anziehen bitte. Upala. Und anziehen bitte. Oh, die sind voll. Gut. Essen ist auch jetzt fertig gleich. Wenn das. Du Depp. Das geht deine Rüstung wieder im Arsch. Wir müssen nur essen. Doof. Das ist verbrannt. Sag mal, du bist ja hat's doch gegessen. Boah, jetzt ist meine ganze Rüstung wieder auf 2 Punkte runtergegangen. Kann ich ja neu sammeln. Was bringt mir das Ding hier, liebe Leute? Was bringt mir es? Das bringt mir überhaupt nichts. Und jetzt ist das Essen hier bestimmt auch gar, oder? Nee. Hey, wir tigern hier so ein bisschen blöd durch die Gegend. Wir gehen mal einen Baum fällen, damit wir das auch mal hier so. Aha. Was ist jetzt hier drin? Ein Häschen.
und haben es direkt mal mit der Hand entschoren, entpelzt. Es rennt mir weg. Fast hätte ich es gekriegt. Wir müssen nur noch Restbaumstämme von eben haben, oder nicht? Naja. Dann machen wir hier den Baum auch noch platt. Bis jetzt bin ich eigentlich ziemlich am Anfang des Livestreams was ein bisschen hart gewesen. Mit den Gegnern. Jetzt zur Zeit ist es ziemlich ruhig. Wenn man schnell genug abhaut, hat man eigentlich keine Probleme hier. Oh, komm, fall in die Richtung, ich will nach Hause. Fall in die Richtung, nein! Puh, hinten rüber und dann rollen die Dinger wie weit weg und dann verschwinden die nach einer gewissen Zeit leider auch. Das ist zwar immer schade, aber willst du machen, ne? So, wir bringen die auch da runter und dann würde ich mal sagen, ist die erste Folge erstmal vorbei. Wir haben nicht so viel gemacht jetzt, aber das war ja erstmal nur mal eine Erklärung, was wir alles im Livestream gemacht haben ungefähr. Bei Fragen ruhig fragen, ich kann noch ein paar Antworten live, meine lieben Freunde, ich kann noch viele Antworten live. Und ja, wie gesagt, schreibt in die Kommentare was Schönes, ne? Wie immer halt. Und wo ist mein Baum jetzt hin? Jetzt suche ich den wieder. Da hinten rollen sie wieder weg. Die Schweine. Bleibt stehen. Na, der liegt wenigstens mal. Und wo ist der Rest? Das waren 4 Stücke. Und kein Stück ist mehr da. Also, 2 habe ich weggebracht und 1 ist verschwunden. Oder auch bin ich blind. Ich bin blind. Hast du Glück, dass ich jetzt einen Baum schon an habe. Okay, alles klar, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss, bye bye, auf Wiedersehen.